gibt einen richtig guten Trick, um immer wieder in den jetzigen Moment zurückzukommen. Und zwar, dass man sich einfach einen gewissen Anker sucht. Das heißt, irgendein Objekt in unserer Erfahrung, welches quasi durchgehend da ist, was immer da ist. Und meiner Meinung nach ist dafür ja, das beste Tool, denke ich, ist der Atem. Der Atem ist immer da und gleichzeitig hat der Atem aber auch eben auch noch den schönen Nebeneffekt, dass mit unserem Nervensystem zusammenhängt und wir uns auch gleichzeitig automatisch entspannen, sobald wir die Aufmerksamkeit wieder zurück auf den Atem richten. Und deswegen kann es ganz wertvoll sein, sich zum Beispiel auf diese Stelle hier zu fokussieren, wo die Luft in der Nase einströmt und sich immer wieder im Alltag versuchen, daran zu erinnern, einfach da mal kurz die Aufmerksamkeit drauf zu richten. Dadurch bist du automatisch im jetzigen Moment. Im Moment, in dem deine Aufmerksamkeit hier im Atem liegt, ist automatisch auch kein Gedanke da. Und gleichzeitig dadurch, dass du dann die Aufmerksamkeit auf den Atem richtest, wirst du auch ruhiger atmen, wirst vielleicht ein bisschen tiefer einatmen. Und das wird gleichzeitig, wie gesagt, auch dein Nervensystem entspannen und wird direkt einen beruhigenden Effekt auf dich haben. Versuch's gerne mal aus und dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Präsentsein.